Dann, Rafim hatte sich bewegt, Jalan hatte schon gehandelt, 23 Boltax. Ja, ich habe mich ja auch schon Hast du dich auch schon bewegt. bewegt, Yamatas? Ja, ich visualisiere den Schild und stecke meine Balestrina weg. Und ziehe meine beiden Dolche, um zu schauen. Ja, das sind ungefähr Aktionen. Durch für die Kampfrunde. Gut. Dann, Boltax hatte ich schon, Sudamin ist auch gelaufen. Nächste Kampfrunde. Basaltfaust fängt an. Und er hat eine Mutprobe gewürfelt, würde dann auch zurückweichen und zwar hierhin und würde dann parieren, Schild parieren. Genau, aber Damit sind das geht nur gegen meine. mich. Also gegen die anderen kann er ganz normal Ja, angreifen. aber er pariert trotzdem. Naja, klar, ich wollte es nur Die sagen. Basaltfäuste sind durch, die sind ja auch nicht dumm. Dann Dukatengard ist. Dukatengard ist. Oh je, das klingt nach uns. Ja, ihr könnt erkennen, wie über euch auf dem Podium, auf der Brücke, ein Dukatengard erscheint. Und ich schaue gerade mal nach. Ja, ein Dukatengard ist. Schaut euch zu, er hat eine Armbrust. Die ist allerdings, ja, die ist gespannt, aber er hat auch noch ein Schild dabei. Hat er den auch angelegt oder Er wie hat funktioniert das bei ein ihm? Schild angelegt, er hat einen Sklaventod am Gürtel und eine Armbrust. Und ihr seht nicht, er sieht nicht danach aus, als würde er jetzt auch damit schießen oder sowas, sondern er guckt euch nur interessiert zu. Dann, Dukatengard, das ist durch. Salex Kukris ist durch. 19, Khitmar Kabul. Ich mache Bewegung, Sturmangriff in den Rücken und noch ein Sturmangriff und noch ein Sturmangriff. Aha, ich möchte dann doch ganz gerne vorziehen. Ja, habe ich mir. Ja, kannst du sogar. Ich ziehe mich in den Schild zurück. Ah. Mit zwei freien Aktionen. Nein, warte, ich Dann. bin sowieso schneller als die beiden, sorry. Ich lasse den ersten kommen und halt ihn gegen. Dann lasse ich den zweiten kommen und halt ihn gegen. Und dann ziehe ich mir zwei freien Aktionen in den Schild zurück und in die Passierschläge halt. Gut. Ich würfe trotzdem auf die 10, auch Ja, klar. wenn es halt ein Sturmangriff ist, aber ja, bis auf die 10. Ich würfe einfach auf die 10. Denn dies ist ein Gegenhalten, das ich vermutlich besser geschafft habe als er. Dies ist auch ein Ja. Gegenhalten, das ich besser geschafft habe als er. Ja. Dann bekommt sie nämlich nicht nur meinen Waffenschaden, sondern auch noch ihren Sturmangriffsschaden dazu. Das ist okay. Das sind 10 und 14 plus was auch immer ihre Sturmangriffsboni gewesen wären. Ja, und dadurch, Also, sorry, dass sorry, nur, das ich ist ein glaube nur ihre. Preiskolben, ne? Ja, oder nicht so richtig. Ja, okay. Ich muss gerade mal schauen. Geht mal Kabul, Lebenspunkte. Viele. Okay. Steht da echt nur viele? Nein. Okay. Und dann zwei Fraktionen Schritt, ziehe ich mich in den Radius zurück und die beiden dürfen natürlich ihre Passierschläge durchführen. Genau. Ich habe aber auch das Gegenhalten, habe ich ja geschafft. Und ich mache Ja, dann erstmal den lass halben entsprechend halben Schaden. Schaden machen. So, ich habe schon mal den Schaden durch Biss gewürfelt. Einmal 8 und 9. Okay, gib mir eine Sekunde, ich muss meine Rüstung wieder anhaken, die hatte ich ja letztes Mal rausgenommen. Ja, erstmal, es ist halbiert, weil ich das den Passierbiss nicht geschafft habe. Aber das Problem ist, sie sind natürlich verletzt und Kickwechselweite. Das ist gut. Und damit kriegst du wieder den verdoppelten, sind wieder 8 und 9. Aber erst Nachrüstung, wenn ich mich nicht täusche. Rüstung kannst du abziehen. Ja, ach so. Sorry, ich versuche gerade nur. Ja, doch, Ich hatte nicht stimmt. alle Stimmt, du hast angezogen recht. letztes Mal. Ich versuche gerade die Kombination, die ich drin hatte, wieder rauszukriegen. Ich glaube, so war sie. Ich vermute, ja doch, sie müssen ja erst in der Rüstung vorbei und das, was an der Rüstung vorbei ist, wird dann verdoppelt. Das ist Okay, dann auch dann nachher würfel offen. ich mal zwei Trefferzonen. Im Kopf könnte übel für mich werden. Nö, okay, dann kommt nichts durch. Ja, habe ich mir fast gedacht, okay. Ja, ich bin nicht so hart gerüstet wie sonst. Trotzdem. Das waren meine Khitmar Kabul. Die sind auch durch mit ihren Sturmangriffen. Sie können jetzt noch Passier beißen, hattest du gesagt? Ja, aber das geht für sie irgendwie auf dem minus 4 oder so. Ja, wenn sie Also. eins würfeln, ist egal. Gut. Dann bin ich durch mit der 19. Der Utawara ist tot, Nabel mir 19. Ich würde auf den Gardisten zeigen und rufen: Imgiri Tuvash Tulamok. Ein Blitz, ich finde. Dreizehn. Dann taumelt er getroffen, er einen halben Schritt in den Gang zurück und ist auch wieder außer Sicht.
Das war eine Aktion. Nächste? Eine Aktion. Zweite Aktion lasse ich gefallen. Okay, 22. Raffi. Ja, dahin, Freunde, dahin. Treppe hoch. Warte. Rechts. Und dann? Die waren schon dran, oder? Die haben Aktionpositionen gemacht. Ja, die waren schon dran. Das heißt, Dorfim, ja, du kommst nicht weiter, oder wie? Genau. Oh, okay. Dorfim ist durch. Jalan ist fertig, 23 Boltax. Wichtige Frage, sehe ich diese Tür? Nein. Okay. Also, dann wahrscheinlich eine verdeckte Tür. Genau, das ist eine verdeckte Tür. Okay, gut, dann gehe ich weiter meine 12 Schritt. Dann bist du fertig. Das war der Sprint über 12 Meter mit deinen kleinen Stummelbeinen. 24 Diamantes. Sind Attacken gegen kleine Gegner erschwert? Nein, nicht gegen kleine. Nee, genau. Also wenn du mit dem Schwert oder mit dem Dolch angreifst, nicht nur die Fernkampfsachen. Ja, in Ordnung. Ja, dann zieht sich zurück. Diese eine kleine Ratte oder was das ist, der Dämon, will den Schild angreifen. Deswegen springe ich und mache einen Sprungtritt gegen den Dämon. Okay. Stell dir vor, wie ein Sprungtritt gegen den kleinen Gegner macht. Sollte ihn zumindest wegstoßen. Er ist das Schwert um 8, der Sprungtritt, ich mal. Wenn wir so einen draufspringen, nehme ich an. Das Gute ist, dass der Mond nicht ohnmächtig werden kann. Ist das, was du denkst? Der Sonnengrab ist in der Dämonenvariante. Sie haben halt keine Ausdauer. Ja, oh, und das sind 18 Schaden. Leider kein Satt. Kein Satt und du bist nicht geweiht. Das sind dementsprechend 9. Genau. Aber er ist magisch. Ja, sein Nahkampf angeht zu zählen als magische Waffe. Ach so, weil er Viertelmagier ist. Also er ist eine unbewaffnete Nahkampf. Das ist hier wichtig. Das heißt, das ist nicht profan, sein Zahnangriff. Exakt. Genau, Raufen wird also nicht halbiert, Raufenschaden. Okay, gut. Und wir ignorieren einfach mal, dass du Stiefel anhast. Die zählen zu erwarteten Aura. Die zählen zu erwarteten Aura. Die zählen zu mir. Genauso wie Abel mir auch trotzdem in dem Odem noch komplett sichtbar ist, obwohl er Kleidung anhat. Ja, ist, okay. Ist ja richtig. Okay, ich wollte es einfach nur mal thematisieren haben. Zulamin kann sich noch bewegen. Gut, dann bewege ich mich hin. Schauen wir mal, wie viele Meter das sind. Ja, das reicht locker. Das heißt, ich gehe dahin, wo so ein bisschen es nach Lücke aussieht, damit Rafim links von mir noch Platz hat. Gut. Dann sind wir fertig. Nächste Kampfrunde. Terra zieht vor. Okay, dann mache ich erstmal die Basaltfaust. Eine freie Aktion Schritt. Hier hin. Genau in die Lücke. Der andere läuft. Und ich habe zwei Paraden mit meinem Schild. Dann der Dukatengard ist mit seiner Initiative irgendwo geblitzt. Wie viel war das? Für die 12 Spielpunkte. Wie viel waren das? 13 minus Rüstung. Kommt das dann Magieresens an? Also ich hatte eine 8er MR. 13 aber es geht minus doch nicht MR. Um THP-Stern, es geht doch nur um THW bei Blitz, ich finde. Der verliert also 16. Man verliert ZFW auf der Ini, ist richtig. Genau, das macht das Ding ja so stark. Also ist er bei Ini 0. Ja. Gut, dann kann er nur noch parieren und sich so lange nicht orientieren. Das ganze Ding wirkt 3,5 Kampfrunden. 8 Aktionen wirkt er. Ja, gut. Auch dann 4 Kampfrunden. Er ist erstmal blind und stolpert weiter den Gang zurück mit freien Aktionsschritten oder sowas. Das ist also erstmal wieder nicht am Kampfgeschehen beteiligt. 17, Salix Gulkus. Ich würde gerne vorziehen. Ja. Salix Gulkus? Ich würde gerne in einer Aktion meine 4 Schritte nach vorne gehen und dann in der zweiten Aktion den blitzen. Ja. 18 Meter oder 17 Meter? Ja, ist okay. Genau, reicht. Dann blitz dich find, werde blind. Oh. 16. Du spürst Widerstand, aber es geht durch. Gut. Dann verliert er 16 Initiative. Ich lasse den einen zumindest mal hier und ziehe den anderen noch auf die 0. Weil er 16 Punkte verliert. Entsprechend dem ZFW haben wir ihm geklärt. Jo.
Gut, dann die Kidma Kabul sind dran. Möchte vorziehen. Ja. Kann ich in einem Satz auf diese Anrichte, Altar springen? Ja. Gut. Ist das eine Athletikprobe? Das ist eine Aktionposition. Und oh, okay. Athletik, ja, warum nicht? Das ist der Moment, um es zu versauen. Ja, du willst nicht geschafft. In dein Becken. Oh, Junge. Und drauf. Warum habe ich das nicht erschwert? Kann ich dann, weil ich schon Rüstung anhabe und es dadurch erschwert ist, kann ich dann... Erstmal Passierwisse. Wenn ich über die Wand springe? Okay, ja, gut. Ja, nehme ich. Wenn ich eine andere Aktion machen darf, der... nein. Ja, natürlich nicht, aber erstmal auf die 1 halt. Ja, okay. Ja, dann? Auf die 2 sogar, für die beiden. Und dann, kann ich in der nächsten Aktion die Schale über die beiden kippen? So, kannst du, aber ich habe vorher meine Aktion. Ja, klar, schon. Auf jeden Fall. Dann möchte ich dich jetzt wieder angreifen. Du bist der feste Weite und du bist nicht mehr am Schild. Ist das, ja, aber ist das irgendwie erschwert, weil sie jetzt nach oben angreifen müssen? Dann gebe ich die erhöhte Position eine plus 3. Das heißt, sie treffen auf die 7. Das klingt fair. Ja, das Gegenteil von am Boden liegen, das klingt fair. Auf die 7 ja, treffen sie ist einer. Das ist ein Treffer, den muss ich nehmen. Dem hier steht vorher noch eine Körperkraftprobe zu, weil er ist ein kleiner Gegner und wurde in die, mit einem Sprungtritt getroffen. Vielleicht wird die auch gegen die Statue geworfen. Ich meine, der ist ein kleiner Gegner. Bist du also vermutlich eher draufgesprungen? Ach, ich weiß es nicht. Was hast du gesagt? Eben steht was dazu? Eine Körperkraftprobe? Eine Körperkraftprobe, die ist... Ja, mit der 10 ist das ja, okay, ja, dann bleibt er da stehen. Also du trittst dem Ding voll in die Dämonenrippen und dann dreht er sich um und springt Yalan an. Okay, ich bekomme ihn in den Bauch. Erstrüstung, dann verdoppelt? Erstrüstung, dann verdoppelt. Dann kriege ich gerade so nichts. Okay, das heißt 8 abgezogen oder wie? Ja, genau. Wow. Der Bauch ist eine meiner schlechteren Zonen. Ja. Ich würde die Regeln gerne anders interpretieren, aber ich kann das nicht. Ich meine, aber dann müssen wir es auch bei Crits und bei dem Kopfschaden und so weiter so machen. Nee. Crits ist, es geht ja erst darum, dass wenn sie auf deine Haut treffen, deine Haut ist wegsgeweiht, gut. Ich meine, aber, ja, wir können das andersrum ja machen, aber dann müssen wir es halt, halt überall andersrum so machen. Und das wird dich früher ärgern, als es uns ärgert. Ich handhabe da schon nach. Crits sind anders behandelt als verletzende Sachen. Krits und verletzende Sachen sind ja erst die Rüstung abziehen. Ist gerade nicht wichtig, mach mal hinterher. Genau, so, Kidma Kabul sind fertig, aber mir. Ich kann nichts tun, ohne dass sie die Zone dann sozusagen wieder einschränken, also will ich stehen bleiben. Gut, du bleibst stehen. Ich möchte jetzt versuchen, die Schale über die beiden zu kippen. Ja. Über die ist das eine Probe oder geht das? Mach mal einen Raufentritt. Raufend, okay. Ist ja. Der dritte irgendwie erschwert vom Haus? Du willst die ja treffen. Ich sag mal, wenn du beide treffen willst, ne. Ich möchte sie schon mit der Schale begraben, idealerweise. Ja, das sind kleine Gegner. Würfel mal den Tritt. Gucken dann mal. Wir würfeln erstmal, ja. Wir halt nicht diskutieren. Und ich kippe dann die. Ich hoffe, es ist eine Steinschale über die beiden Dämonen. Ja, es ist eine Metallschale. Eine silberne Metallschale. Und sowohl das blutige Gold als auch das gefrorene Herz ergießt sich dann über die Kidma Kabul, die Rostlappen. Ich habe eine freie Aktion. Abelmir, Diamantes, seht zu, dass sie da hochkommen. Abelmir, Diamantes, da hoch und deute auf die Brücke. Das passt in 2 freie Aktionen. Okay, dann. Yalan ist fertig. Funktion Rafim war noch an, ne? Oder hattest du schon? Ja, ne, ich muss mich noch bewegen. Ich höre mir das an, aber ich würde eventuell dann vorziehen. Ja. Ja, ich laufe 2 Aktionen und dann stehe ich da vor dem guten Mann oder der guten Frau. Ja, ist ein Typ. Ja, dann mache ich erstmal nix, weil ich bin fertig. Gut, er hat noch eine Parade. Ihr seid echt langsam. Hat er nicht 2 Paraden? Ja, wir tragen halt Rüstung. Ach so, doch, er hat sogar 2 Paraden. Also er hat eine Parade und durch den Schildkampf 2 hat er dann 2 Paraden, ja. Ja, dann, ich muss gerade gucken, Rafim ist fertig, Boltax. Ich hatte schon. Ich habe vorgezogen. Du hast dich vorgezogen und bewegt, Diamantis? Ich habe noch nicht. Wie hoch ist das 3 hier? 3 Meter. 3 Meter? 3 Meter. In Ordnung. Dann nimmst du mir ab, um Dolche wegzuziehen, wegzulegen. Sind das freie Aktionen? Oder muss ich das in einer Aktion machen, Waffen wegstecken? Also wir haben sie mal als eine Aktion pro Waffe gehandhabt. Ja, es sei denn, du hast schnell ziehen. Dann kannst du sie auch mit einer freien Aktion wegstecken. Okay, dann 2 freie Aktionen, ich steck die Waffen weg und Aktion, Position, ich sprinte zur Brücke,
Das werde ich auch locker schaffen. Ich will da hochspringen und mich festhalten, hochziehen. Okay, dann Kletternprobe. Ich sag mal im Kampf plus 5. Okay, ich krieg da noch eine Behinderung mit drauf, weil ich meine Avalone auf dem Rücken habe. Mhm. Und das zusätzliches Gewicht ist. Zählt das noch als Freiklettern? Das ist Freiklettern, weil es kein Seil ist oder so. Okay. Ja, dann ist das mit einem Punkt geschafft. Ja, alles klar. Dann stehst du schon mal oben. Das war's. Zulamin hatte sich schon bewegt. Korrekt? War das nicht in der Runde davor? Nee, du hast recht. Dann hast du noch Aktion. Gut, da der nur parieren will, werde ich nur angreifen. Hm. Und zwar erstmal mit einer Finte 8. Mal schauen. Al-Anfa. Ich würfel einfach mal schon mal den ersten W20. 10, das ist geschafft. Er ist geblitzt, darfst du nicht vergessen. Ach so, ja, siehst du, dann ist es nicht geschafft. Die Paradeerschwernis ist ja nur auf. Für mich! Nur für mich! Dich. Ja, genau. Gut. Also sein Paradewert ist bei 20. Dann ist er geblitzt. Wie viele Punkte waren das? ZFP werden auf beide, auf Attacke und Parade gleich nicht verteilt. Genau, also ich habe mir nicht gesagt, wie viel MR er hatte. Ja. Deshalb kann ich sie jetzt nicht sagen. 9. 9, okay. Dann gehen nochmal 9 runter, aber dann geht es trotzdem nicht. Ich hatte 16. 16 minus 9 sind halt immer noch 7, also 3,5, also. Und du hat der Zulamin eine Parade, eine Finte angesagt oder ein Wuchschlag? Eine 8er Finte. Das war eine Finte. Okay, mit der Finte ist das natürlich geschafft. Ja, gut, das war der erste. Schaden. Mhm. 10, Rüstungsschutz 8 sind 2 TP oder 2 SP. Mhm, ich sehe schon. Dann kommt jetzt die Attacke aus BHK2. Die erschwere ich mir um 4. Mehr ist ja nicht erlaubt. Ich würfel nochmal meine Parade. 12, wieder nicht geschafft. Nur gegen die Viererfinte müsste das drin sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, gut. 3 durch meinen Blitz und Viererfinte. Wenn ich auf der 20 bin. Nur 7 sind 19, genau. hat er mit 2 geschafft. Gerade so. Okay, dann kommt jetzt die letzte Attacke, die er nicht mehr parieren darf. Und da tue ich einen 8er Wuchtschlag rein. Ja, darfst du da einen 8er Wuchtschlag reinsetzen? Ja, denn das ist meine reguläre Aktion. Ja. Die BHK-2-Aktion war schon. Alles klar. Die ist sogar nicht mal erschwert, weil BHK-Leute frei umwandeln dürfen. Ja, mich nervt's auch. Das sind dann 19. 19, wir ziehen wieder 8 ab. Und 11 SP. Okay. Nächste Kampfrunde. Er bleibt stehen und pariert. Salix Kuris. Nö. Ich möchte vorziehen. Nein, dann mach erst. Spricht. Unglück auf Diamantis. Und zwar über mystisch. Ich wünsche. Wo ist der überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da. Du hast dich sowieso noch nicht richtig umgeguckt in dem Raum und kannst ihn wahrscheinlich auch gar nicht sehen. Ja, haben wir alle noch nicht gesehen. Okay, dann ist er mit dem Pechwünschen beschäftigt und schmeißt einige Silbermünzen nach dir. Trifft wohl. Dann die Kidmakabul sind dran. Die zwei sind begraben. Ich möchte dann doch ganz wohl die Jungs vorziehen. Ja. Ich springe hier runter. Ich nehme an, es geht als freie Aktion. Ja. Dann stecke ich meine Waffe weg als eine Aktion und dann möchte ich mein Schwert aufklauben. Ja, den Nachtwind. Genau. Denn ich habe ja leider nur eine Hand, die Gliedmaßen hat, also Finger. Dann mache ich einen Angriff auf Diamantis. Hat der junge Para 2? Paraphysikalität meinst du? Mhm.
Mhm. Schauen wir mal nach. Oder klettert er jetzt die Brücke, wieder auch die Wand hoch? Er hat zumindest laut den besonderen Eigenschaften, dann müsstest du ihm mitgeben, hat er nicht gemacht. Weil dann muss auch der Dämon ganz normal klettern. Ja. Para 1 macht es ihm nur leichter. Aber er kann nicht einfach die Wand hochschweben. Ja, nee. Dämonen haben halt nicht so gute Werte, dass er die 17, 18 schafft. Dann steht er erstmal unten. Aber kein Problem, Diamant, das kommt eh gleich runter. Die Kibbel sind durch, 19 habe ich mir. Ja, ich würde natürlich mein Segel einstecken und dann zu Diamantes rennen. Ja, achso, Jana, du kannst erkennen, dass sich die beiden anderen durch die Silberschale fressen. Ziemlich hoch. Freiaktion, also rufen. Nö, das steht erstmal der Kegma Kabul und du müsstest ihn verdrängen. Das ist eine vergleichende Körperkraftprobe. Aber das macht die. Ich wollte gerade sagen. Das ist eine vergleichende Körperkraft. Okay. 17. Schade, keine 20. Okay, dann schiebst du den Kid Makabul auf die andere Seite. Abimir ist fertig. Rafim. Ich habe eine kleine Nachfrage. Ja. Und zwar, ich denke nicht, dass ich weit über seiner Wundschwelle war, aber ich war drüber, oder? Oder würfeln wir Selbstbeherrschung nicht, weil es Basaltfäuste sind? Ich glaube, der Junge hat eine höhere Wundschwelle als elf. Ja, davon kannst du ausgehen. Okay, gut. Also die Konstitutionswerte von denen sind einfach abnormal. Wir haben halt auch Selbstbeherrschung 18, also du kannst die wohl würfeln lassen, aber da kommst du halt nicht weit. Ja, okay, ihr habt recht, das macht keinen Sinn. Ja, so gut, also wenn du halt 20 SP machst, dann können wir drüber sprechen vorher, mache ich das nicht. Okay. 22, Rafim. Was kostet es mich, wenn ich mit Absicht keine tödlichen Treffer machen will? Weil das sind immer noch meine Brüder und Schwestern, ich will die nicht umbringen. Ja. Das wäre der stumpfe Schlag. Hast du die notwendige Sonderfertigkeit? Natürlich nicht. Was eine doofe Frage. Dann würde ich dir möchte Forst die sich als gnädig erweisen. Ich würde dir eine plus 2 für den stumpfen Schlag geben, also eine 2er Schwernis und danach machst du nur noch TPA. Ja, okay, dann sind wir raus. TPA, da mache ich ja kein Damage. Nee, dann bist drauf. Dann hau ich den mal normal. Dann kriegt der mal eine 7er. Ach komm. Wir machen erstmal Damage. Also du kannst ja seine Ausdauer kannst ja auf 0 prügeln, das geht schon. Wir hauen ihn jetzt erst einmal und gucken mal, wie das ausgeht. Oder ein gutes altes Umreißen. Ich wollte gerade sagen, Umreißen geht auch. Du bist ja prädestiniert für. Ihr habt recht, ich reiß den Mann um. Ihr habt völlig recht, ihr habt völlig recht. Ich würfel erstmal. Egal was die Umreißen der Schwernis ist, die schaffe ich. Ja, was darf er würfeln? Körperkraft? Geschicklichkeit Gewandtheit. 19. Ja, es wäre vor allen Dingen erschwert um Schaden. Also, ja. Er darf das natürlich erstmal nochmal parieren. Würfel deinen Schaden. Achso, ja, ich pariere. Ich versuche das. Die Parade ist aber auch um 8 erschwert. Also, 8 und um 13. Also einmal den Blitz und dann ich würfel. Wenn es eine 1 ist, dann bleibt das stehen. Du hast doch schon 19. Nee, das war die Gewandtheitsprobe. Das war nicht die Parade. Aber 19. Ja, normalerweise darf er erst parieren, dann Gewandtheit. Ja. Das ist ja vollkommen. Der Mann fällt also hin. Er verliert dadurch 2W6 in ihn. Ihr könnt quasi über ihn rübersteigen, aber ich ziehe ihn einfach mal beiseite. Also. Du hast ihn umgerissen. Nächste Aktion. Ja, ich schaue ihn an in einer freien Aktion, bleib liegen. Und dann geht's weiter. Er wird dich sogar hören. Ja, weil du weg bist, hab ich auch so richtig. Er kommuniziert trotzdem nur auf Rabensprache. Es ist elegant wie immer. Und jetzt, wo seine Waffe irgendwie auf seiner Brust liegt, sagt er dir auch auf Rabensprache, ich bin tot. Okay, wenn ihr mir das sagt, dann würde ich tatsächlich mal eine Aktion verwenden, die anderen anschauen. Er ist raus, folgt mir. Weil die verstehen ihn ja nicht. Ich höre dich nicht. Ja. Ja, okay, Rafim kann auf alle Fälle über ihn rüber stolpern. Ja. Gut, das war Rafim. Jana. Ich habe meine Waffe. Und laufe erstmal Aktionen bis. Es macht keinen Sinn, nicht bis zur Habemir zu gehen. Also gehe ich erstmal bis zur Habemir. Ja, gut. Dann weiter. Sorry, das war's. 2 Aktionen. Gut, nicht alles da. Rafim ist fertig. Boltax. Ja, wieder laufen. Dann bist du wieder im Vollsprint. Diamantas. Ja, mit einer, ich weiß ja nicht, was irgendwas mit mir passiert. Ich bin geladen. Mit einer freien Aktion ziehe ich meine Ballestrina, mache noch 2 freie Aktionen, die ich habe, Schritt. Für maximalen Schaden. Und ich schieße ihm mit einem gezielten Schuss ins Auge. Wow.
Er kann trotzdem versuchen zu parieren. Er hat nur eine Parade, aber... Aber auf diese Entfernung erschwert um 12. Mann. Aber ich schieße mit einem stumpfen Bolzen. Denn ich nehme wir übrigens, wollten ja nicht unbedingt Leute töten, außer einen ganz bestimmten. Ich nehme im Übrigen an, Vexarius hält sich einfach dichter nah bei mir. Ja. Wahrscheinlich. Naja, so als nicht Kampfgebildeter wird er vermutlich damit beschäftigt sein. Er ist ja nur Kampfbeobachter. Richtig, jetzt wird er wirklich vor allem damit beschäftigt sein, den Kopf unten zu halten und ihn nicht zu verlieren, wenn er nicht trainiert ist. Ja, er hat nebenbei einen kleinen Zettel und notiert, geht Makabul Ultra war. Das kannst du erkennen, wenn du gerade bei Arbeit bestehst. Also aber möchte ich ihn als Freiaktion noch irgendwie fragen. Ist das der Beweise genug? Das reicht. Schaden durch Balestrina. Ich würfel trotzdem die Parade. Ich werde um 12 für kurze Distanz. Genau. Ja, er pariert auf die 20. Dann ist er geblitzt. Das sind 6 Punkte, haben wir festgestellt. Ja, dann ist er bei der 10. Und dann... 12er? Warum denn 12? Normalerweise ist es 8, außer ja, wenn du unter 10 Schritt bist gegen Armbrüste, dann ist es 12. Okay, gut. Dann ist es 2 Punkte nicht geschafft. Ja, ich habe ja einen gezielten Schuss aufs Auge angesagt. Ja. Mit einem stumpfen Bolzen richte ich nur TPA an, aber das ist wird zu SPA umgewandelt, weil ein Schuss aufs Auge ja wie ein gezielter Stich gewertet wird. Ja. Das heißt, er kriegt 13 SPA und Wundschwelle ist 2 um 4. Wunden. Eine automatische und eine durch wahrscheinlich auch 3 Wunden, ne? Eine automatische und 4er Wundschwelle geminderte. Also was hat er für eine Wundschwelle? Nee, nicht um 4. Wenn stumpfen Bolzen haben, keine Wundschwellenminderung. Stimmt. Genau, dann nur minus 2 durch den gezielten Stich. 2? 15? Ja doch, wenn er eisern ist, sind 2 Wunden. Wenn du TPA nimmst, musst du dann eine Consti-Probe oder so schmeißen oder fällst du sonst um? Höchstwahrscheinlich. Oder warte, da gab es Manöverfehl. Erstmal sind es 2 Kopfwunden. Sorry, da gab es Manöverfehl, ich bin blöd. Also höchstwahrscheinlich ist er halt auch raus. Zieh ihn dann mal hier rüber, er liegt im Gang. Gut, das war deine Aktion, ja? 2 Kopfwunden geben 4W6. Hier, ich würfel dir noch 2. 4W6. Ja, das waren meine Aktionen. Ja, er ist nicht tot, er ist aber kampfunfähig und versucht sich mit einem ekelhaften Schmatzen den Bolzen wieder aus dem Auge zu ziehen. Dann Sulamin. Ich versuche den Typen einzuholen. Mhm. Also schon mal. 7 Meter. 28 hattest du gesagt, ne? Mit den 2 freien Aktionen. Ich habe 4 freie Aktionen. Ja.